Hola, Gringos und Gringas. Tropico hat bereits 250 Einwohner. Wir mausern uns zum China der Karibik. Willkommen, 250. Einwohner von Tropico. Trotzdem beunruhigen mich hier die Zufriedenheit. Ich verstehe gar nicht, warum. Woran scheitert es eigentlich, verdammt nochmal, dass diese... Was ist denn hier so wenig? Wohnqualität, Religion, sehr gut. Unterhaltung, Umwelt. Na, Freiheit, okay, da kann man jetzt nichts dran machen. Umwelt ist gering. Religionsqualität. Ach, Religionsqualität, verdammt. Apropos Religions... Ja, da muss ich jetzt mal hier irgendeinen einstellen. Gut. Was haben wir hier? Den Marktplatz. Da haben wir auch keine. Sag mal, ich habe doch eine Oberschule. Wo ist meine Oberschule? Die verdienen so wenig. Ich glaube, ich muss mal hier irgendwie, das sind zwei, okay. Und das ist die Hochschule. Ja, die sieht ganz gut aus. Warum habe ich so wenig Leute? Ja, also meine Bildung ist okay. Warum habe ich so wenig Leute hier von den Oberschulen? Das kann doch gar nicht sein, verdammt. Ah. So. Das geht schon wieder runter, schneller als ich zuschauen kann. Ah, hier vorne ist meine Ölraffen. Die Moral der Männer ist schlecht, Sir. Wir sollten die Kameraden beruhigen. Sie sollten den Sold für das Militär erhöhen oder bessere Wohnbedienungen anbieten, weiteren Service anbieten. Ja, sag mal, Leute, ich hab schon irgendwie... Weitere Wohnbedingungen? Ich habe doch hier irgendwo so ein Dings gebaut. So, das ist die Militärbasis. Und das war ja meine Hochschule. Das ist das Parkhaus. Und das Geld geht schneller weg, als ich gucken kann. Das kann doch alles nicht sein. Doch, die Akademie der Wissenschaften haben wir hier. Die Rumdistille, die läuft eigentlich auch ganz gut. So, 11.000, wo geht mein Geld so schnell weg? Präsident, die internationalen Märkte sind kollabiert. Die westlichen Medien nennen es Kommunismus. Der Osten spricht von einem Ende der kapitalistischen Gier. Die Preise sind im Keller, ich musste sogar Platz unter der Tabelle schaffen. Ja, ich sehe auch, dass ich irgendwie... Hier sind aber Arbeiter dran. Machen wir mal die Häuser. Och Leute. Wir werden als... Das kann ja nicht sein. Was machen eigentlich meine Hütten? Gokure. Professor. Ein Professor hat es in der Hütte? Oh, look. Verdienen die denn so wenig? Ich brauche irgendwie mal, glaube ich, auch irgendwelche besseren Häuser. Das Problem ist, ja, Unterhaltung, Kirche. Ich kann nur zuschauen, wie ich nichts mache und das Geld hier wegfließt. Und ich nichts einnehme. Hier habe ich doch jetzt zwei Häuser gebaut. Ja, die sind ja auch zumindest mal irgendwie inzwischen
Aber hier sind schon wieder Hütten. Hier sind schon wieder Hütten. Das kann doch alles nicht sein. Was bist du denn für einer? Baumeister. Ja, ein Baumeister in der Hütte. Leute, ich kann doch schlicht und ergreifend Ministerien. So. Außenministerium haben wir auch keinen. Na egal, wir brauchen jetzt hier einen. Jetzt ist in der Grundschule auch schon wieder einer weniger. Ich bekomme noch einen Hals. Schlechtes Gesundheitswesen. Ja, das stimmt. Das Gesundheitswesen ist momentan, glaube ich, auch. Doch, Klinik haben wir, aber nur eine. Warum bringen... Die Tropikanische Offiziersvereinigung hat wegen der Soldaten ein Dankschreiben an Sie gerichtet, Sir. Sie sagen, Sie seien glücklich und drücken vorerst Ihre Absichten nur verbal aus. Das ist schön putsch gebannt, aber es hilft mir momentan nichts. Warum nehme ich nichts mehr ein durch meine Minen? Man könnte ja gerade glauben... Man könnte ja gerade glauben, ich hätte keine. Liebe und Frieden, Präsidente. Gut, dass noch keine Straße zu diesem Gebäude führt. Die Leute sollen zu Fuß gehen, sich an der schönen Natur erfreuen und nicht die Straßen mit ihren Autos verpesten. Tipps, Gebäude mit dem Straßennetz verbinden, um Sunny traurig. Was denn? Das Baubüro. Und daneben ist auch schon eine Hütte. Ich bekomme noch also hier wirklich. Hier ist doch auch ein kleines. Hier arbeiten welche, aber im Haus ist keiner. Warum ist hier in dem Haus keiner? Ja, ich weiß. Wir haben so viele Baubüros inzwischen. Und das Geld geht weg. Ich verstehe nicht, was mich das hier kostet und warum meine Minen nichts einnehmen. Wo ist denn eigentlich mein... Einwanderungsbehörde. Ja, das sind alle Rebellen. Wir werden alle Rebellen und ich weiß es nicht, warum. Exzellenz, ja? Bauer. Aber es ist... Jetzt habe ich für die Bauern hier endlich diese großen Dinger. Machen wir hier mal regelmäßige Checks. Ja, 30.000 haben wir jetzt bekommen. Warum? Jetzt müssen wir erstmal das Ding jetzt im Laufen bringen. Oh, 7.000! Leck mich am Ärmel. So. Woran liegt es jetzt hier oben, das Problem? So. Wieso ist die Straße jetzt hier nicht? Ja, Parkhaus mache ich gleich. Wieso ist denn die Straße? Ich habe doch hier eine Straße gemacht. Mein Parkhaus ist überlastet. Mein Parkhaus ist überlastet. Und daneben soll ich noch eins bauen. Mietshaus, Leute. Wie viele Mietshäuser soll ich denn bauen? Seid ihr alle verrückt geworden? Einkaufszentrum. Ja, benötigt Börse. Eine Klinik brauche ich jetzt erst nochmal. Eine Klinik ist, glaube ich, elementar wichtig. Ich verstehe es nicht. Das kann doch einfach... Da ist ein Park... Ich habe ja schon zwei Parkhäuser. So, hier Mieter. Ich soll immer noch ein Mietshaus bauen.
ja, hier unten sind meine Dings, da kann ich nichts bauen momentan. Die Inselchen wird jetzt hier auch ein bisschen... So. Oh, was kostet mich das in Geld und es bringt noch nichts ein? Den muss ich jetzt schneller bauen. 8000. Scheißegal. Ich brauche jetzt das Öl. So, hier haben wir Fuhrparkbüro. Ah, fängt an zu regnen. Ja, die Religion ist ja jetzt wenigstens hier einer drin. Dass das mal besser geworden ist. Was haben wir denn eigentlich hier hinten? Das Holzfällerlager. Da sind auch Arbeiter drin. Anlässlich der Eröffnung der Akademie der Wissenschaft wurde ein Betrug aufgedeckt. Es stellte sich heraus, dass tropikanische Wissenschaftler 20 Jahre lang immer wieder das gleiche Dokument ausgedruckt haben. Fräulein Ananas, Ihr Kommentar? Das ist kein Dokument. Das ist einer meiner Viertklässler-Aufsätze. Gut, jetzt fehlen noch die Professoren. Ich bin ungern von intelligenten, fantasievollen Männern umgeben. Mindestens 4. Sobald ich fertig bin, stelle ich innerhalb von einer Stunde den Rettungsplan auf. Von mir aus. Gute Nachrichten, Präsidente. Unsere Wissenschaftler haben den Bohrer repariert und verbessert. Sie sind zwar sehr erschöpft, garantieren uns aber, dass der Bohrer jetzt korrekt funktioniert. Ich würde trotzdem raten, die Rettungsaktion noch etwas aufzuschieben. Die Minenarbeiter sind gut versorgt, sie leben von Pilzen. Nein, wir müssen die jetzt sofort retten. Gratuliere, Sie haben die Minenarbeiterkrise gut gelöst, Partner. Ich bin sehr zufrieden, dass die Situation schnell und effektiv gelöst haben und die verschütteten Bergarbeiter wieder zur Arbeit gehen können, ohne dass ihr oder mein Ruf Schaden genommen hat. Gute PR steht für gutes Geschäft und das bedeutet bessere Preise für uns beide. Ja, logisch. Ja, logisch. So. So. Jetzt wollten wir nochmal hier gucken. Das war Militär. Die Mine. Das Haus. Ziel erreicht. Farm. Die Farmen arbeiten eigentlich alle. Die Arbeiter sind auch da. So. Jetzt war Militärbasis. Militärbasis. Hier. Ich werde immer noch verrückt. Die werden immer noch alle zu Rebellen. Buenas tardes. Wohnqualität. Den Minenarbeitern geht es gut, obwohl sie etwas bleich nach all dieser Zeit unter Tage sind. Das beweist, wer El Presidente überlebt, kann ja, alles dankeschön. Übernehmen. Zu Ehren dieser Aktion wird unsere Insel diesen Tag als neuen nationalen Feiertag betrachten. Aber sie haben keine Zeit zu feiern. Sie müssen umgehend Geld verdienen und ihre großen Pläne in die Tat umsetzen. Ja. Was hatten wir denn hier? Nee. Immer noch das Problem. Allgemeine Zufriedenheit. So, was war jetzt hier? Religion. Unterhaltung. Umwelt. Ich sollte doch irgendwas da... Eine Müllverbrennungsanlage oder unseren Murks bauen. Klinik, Zollamt. Das bräuchte ich eigentlich auch, aber das ist an sich nicht das. Regierung? Wo ist denn dieser Mist? Polizeiwache? Eine Feuerwache? Ja, das habe ich. Sage mal. Wo finde ich denn diese Müllstation? Industrie? Zement? Schmuck? Tja, Mülldeponie. Mülldeponie. Wo setzen wir die Mülldeponie hin? Hier kann ich das Ding nirgendwo hinsetzen.
Wo setze ich diese dämliche Mülldeponie hin? Zu nah an die Stadt will ich sie ja auch nicht setzen. Gebäude können nicht auf Straßen, unebenes Terrain. Da. Da hinten. So, da ist zumindest mal, was ist das hier? Lagerkapazität, ne? Ich muss jetzt erstmal sehen, dass überhaupt mein Öl hier hinten. Ja, ist noch keiner da. Die Häuschen habe ich anscheinend auch umsonst gebaut. Schon wieder Finanzhilfen. Verdienen Sie Ihr Geld mit Eisenerzexport 10. Was? 100.000? Ja, ich habe ja schon alle, glaube ich. Das ist das Mine Eisen. Die laufen ja wieder. Ich glaube, da kann ich momentan erstmal nichts machen. Ölprodukte, naja, ich bin ja da. Was haben wir denn hier? Mhm. Was haben wir hier? Alles exportieren. Na, erstmal auf alles exportieren. So. Ein Hafen, da habe ich jetzt einen neuen Hafen. Was macht die Klinik eigentlich? Wie lange haben wir denn? Machen wir die Klinik hier mal fertig. Lehre, das sieht gut aus. Oberschule, na, das sieht jetzt auch gut aus. Was war denn Militärbasis? Das war doch Soldaten, genau. Das sind Zahlen, keine. Ich brauche noch irgendeine Militärbasis. Regierung. Nee, ich bräuchte auch eine Feuerwache. Wo ist denn jetzt wieder die Militärbasis? Ah, ich bräuchte ja. Bauplan, Appartement. So ein Appartement. Das brauche ich hier mal für die Hochschulleute. Eine zerknüllte Nachricht in schlechtem Englisch, Präsidente. We set you up the bomb. All your building are belong to us. What you say? Subversive Elemente haben eine Bombe deponiert, und zwar genau hier rum. Destillerie. Warum tun wir das nochmal? Sie drohen, das Gebäude zu sprengen. Nicht rechtzeitig, und wir sind die Einzigen, die mit einer solchen Bedrohung fertig werden. Oh. Ich habe noch nie eine Bombe entschärft. Ist das nicht gefährlich? Eigentlich nicht. Sie schneiden alle Kabel durch und nehmen die Beine in die Hand. Wir zahlen das Lösegeld. Scheiß drauf. Ich brauche das Ding. Präsident. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ja, jetzt haben wir zwar hier eine Klinik, aber haben noch keine Ärzte. Was bauen wir eigentlich hier hinten? Ach, hier haben wir ja noch so einen von den. Wir machen mal die Priorität höher. Und dann müssten wir langsam wirklich mal an die Unterhaltung rangehen. Aber im Moment, da kommt ein Schiff. Ja, schön. Ja. Ich weiß. Kommen wir denn jetzt hier hinten nicht langsam mal da sind? Am Bordturm. Warum kann ich da noch nichts? Sie werden alle Rebellen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal hier irgendwie noch ein bisschen Unterhaltung. Da oben hatten wir ja schon Bars, oder? Warte mal. Nee, das ist ja Rensch, Arsenal. Ja, wir brauchen einen Umblick. Ja. Da ist doch der Marktplatz. Wo ist das Problem? Marktplatz. So. Die machen wir mal auch ein bisschen höher.
Mensch, Vieh, wir brauchen um... Präsidente? Bedingt. Meine Studenten machen kaum Fortschritte. Die Jungen bändeln lieber mit den Mädchen an, als ihre Aufgaben zu erledigen. Nichts gegen das Flirten, aber meine Schüler können schneller... Botschafter Crane, unsere Zuhörer sind so gespannt auf Ihre nächste Antwort. Was ist Ihr Lieblingstier? Nun, Miss Flowers, als ich das erste Mal Ihre Insel besuchte, hat mich die Schönheit der Lamas überaus beeindruckt. Sie erinnern mich an meine Mutter. Oh, Lamas. Ich hasse Lamas. Sie sind schlecht erzogen und spucken. Ach, Sunny. Genau wie Mama. Ja, das ist schön. Erlass Bildung. Erlasse Bildung. Ja, das machen wir mal. Bildungsprogramm ist gut. So, wir müssen uns unbedingt hier ein bisschen an die Unterhaltung dran setzen. Unterhaltung. Ja, so langsam wird die Insel hier auch ein bisschen unterhaltungstechnisch. Da machen wir mal Unterhaltung hierhin. Können wir hier noch, das waren ja auch die Farm Mais, gell? Hier haben wir das Baubüro und Fuhrpark. Hier ist noch ein Wachposten. Warte mal, Unterhaltung. Ein Kabarett. Kabarett ist doch auch immer gut für Unterhaltung. Hier zwischen die Schulen, da passt das prima rein. Ein Kabarett. Dann brauchen wir noch unbedingt Bars für die Unterhaltung. Hier machen wir auch noch eine Bar hin. So. Die Klinik scheint wenigstens anzulaufen. So, hier machen wir einen höher. So, jetzt haben wir immer noch... Was ist denn das hier? Genosse, unser Plan für den Kalten Krieg muss in die nächste Phase treten. Wir wollen Zucker, ja. Ja, das machen wir mal. Das machen wir mal. Das wird jetzt hier fertiggestellt. Fertig. Es kann ja nicht so sein, dass das so lange dauert. Ja. Was haben wir hier hinten? Das war auch noch das Baubüro. Das war auch in Ordnung. So, zumindest haben wir mal ein bisschen Geld. Was war denn das hier hinten? Ach, die Mülldeponie. Kostide, die machen wir fertig. Stellen hier auf alle Fälle mal einen ein. So. Eine Hütte, da hat man Hütte. So. Was haben wir noch? Die Ölprodukte. Ja, die Ölprodukte, ich weiß momentan, muss ich da eigentlich noch irgendwas bauen? Aber eine Raffinerie haben... Wieso ist denn hier keiner? Bohrturm. Wieso? Das ist Rohstoff. UA. Aus welchem Grund sollte es denn die Funktion eingestellt haben? Hallo? Aber das passt doch alles. Gibt's denn hier noch was? Nahrung und Rohstoffe, Holzfällerlage, Bohrturm, bla bla bla, Schmuggler, Mine, Salzmine. Gartenbau, das brauche ich alles nicht. Hängt es hier unten noch dran oder kriegt doch. Ich habe doch ein Baubüro da oben. Ja, zusätzlicher Lagerplatz, das ist okay. So. So, wir brauchen aber noch irgendwie Regierung. Wir brauchen noch eine Militärbasis. Das hilft alles nichts. Das hilft nichts. Die werden wir hier hinsetzen. So, das haben wir hier. Was können wir hier machen? Ja, das machen wir auch. Und und. Ich
Schneller bauen. Die Bars. Ja gut, das werden wir wohl noch irgendwas reinkriegen in die Bar. Wie sieht's hier hinten aus? Ach, leiolei, nichts als Stress. Das, ja gut, was wollten die noch haben? Genosse, unser Plan für den Kalten Krieg muss in die nächste Zucker, Phase treten. Zucker haben wir ja, Gold. Bauen wir überhaupt Gold ab? Nee, eine Goldmine haben wir doch gar nicht, oder? Apropos Gold. Nee, apropos, das kostet eigentlich 20.000, kannst knicken. Mine. Gold. Ah, sehr passend. Da können wir noch eine Goldmine hinsetzen. Werden da auf alle Fälle noch ein kleines Häuschen für die Minenarbeiter. Und brauchen auch noch einen Bunker oder einen Wachposten. Machen wir hier noch oben einen Bunker hin. Hier. So. Ja, da würde ich sagen, die Zeit ist mehr als rum. Apropos rum. Hier läuft ja anscheinend auch alles halbwegs normal. Zucker. Ja, das müssen wir erst. Das hat jetzt nicht so hohe Priorität. Entschuldigung. Ja. Es sieht zumindest mal etwas besser aus, aber mit dem Öl ist mir noch immer unklar, warum. Warum haben die jetzt nichts da? Ein Fuhrparkbüro ist da. Am Bordturm. Aber warum? Da sind doch Leute drin. Ich kapier's nicht. Brauche ich noch ein Fuhrparkbüro? Brauche ich noch? Aber sonst haben wir ja irgendwie nichts, was wir in der Industrie noch irgendwie Schmuck, Chemie, Ölraffinerie. Ja, das haben wir ja auch. Zementfabrik, das brauche ich alles gar nicht. Brauche ich noch fürs für die Infrastruktur? Ach nee, im Parkhaus hatten wir ja auch schon zwei. Ein Kraftwerk. Ja, das kann ich mir nicht leisten. So. So, das war's für diese Folge. Ich will mal sehen, dass wir das hier langsam in den Griff kriegen. Das kann doch nicht sein. Das ist immer noch hier. No me interesa. Was ich jetzt unbedingt noch brauche. Das hatte ich ja irgendwie ein paar. Ein paar teurere. Hatte ich jetzt eigentlich bei den Appartements? Doch, hatte ich doch auch, gell? Nochmal ein paar. Hier, mache ich noch ein Appartement. So. Und bei der Unterkunft. Luxusunterkunft. Ach, das war wieder das. Elektrizität. Kraftwerk. Doch, jetzt der letzte Schritt in dieser Folge. Verdammte Kraftwerk muss gebaut werden. Irgendwo müssen wir das jetzt hier oben. Nee, neben den Touristen macht sich's nicht so gut. Ich darf es nicht so weit weg machen. Sonst kriege ich die Stromversorgung hier allerdings auch nicht geregelt. Dann müssen wir wieder so ein Umspannungswerk bauen. Ah, lecker mir. Müssen wir das Kraftwerk doch hier hinten hinsetzen. Neben dem Holzfällerwerk. Egal. So. Das war's für diese Folge. Ich danke euch vielmals, dass ihr mir zugeschaut habt. El Presidente schickt schöne Grüße nach Deutschland. Bleibt mir gewogen.
Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Jetzt habe ich hier oben... oben läuft es noch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, euch hier wiederzusehen. Macht's gut, bye bye und ciao. Ja, anscheinend haben wir erstmal die Kurve wieder bekommen. Der Export läuft an. Neue Wohngebäude entstehen. Wir haben uns das Thema Unterhaltung und sogar Umwelt angenommen. Und auch die Kirche ist am Laufen. Aber immer noch werden mir viel zu viele Leute zu Rebellen. Und ich habe eigentlich keine Ahnung warum. Aber wie wir das abklären und was wir dagegen machen können, das erfahren wir erst in der nächsten Folge hier bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.